Also. Wenn die Stimmung aufgewühlt ist und Emotionen im Spiel sind, ist es meistens richtig, tief durchzuatmen und Abstand zu gewinnen. Was bedeutet das? Dass wir alle friedlich und respektvoll zusammenleben können. Also, Respekt. Wir alle haben uns an die Gesetze zu halten. Ich weiß schon, wenn man von ordentlichen Umgangsformen oder Anstand spricht, klingt das ein wenig moralisierend. Aber ich möchte einfach, dass alle Verantwortlichen hier ihr eigenes Gewissen erforschen. Also, einen schönen guten Abend. Großartige Sache. Und ja, das verunsichert. Können wir das überhaupt schaffen? Manche von Ihnen fragen sich, ebenso verständlich, ist das wirklich so schlimm? Betrifft mich das überhaupt? Nun, meine Damen und Herren, ich stehe heute hier, um Ihnen zu sagen, ja. Wir befinden uns in einer ernsten Situation. Und wir alle können etwas tun, ganz konkret. Ganz konkret. Ihre heutige Rücksichtnahme kann morgen das Leben Ihrer Liebsten retten. Wir Menschen haben die Eigenschaft und die Gabe, uns schnell auch an plötzliche Veränderungen anzupassen. Diese Eigenschaft wird uns auch jetzt helfen. Hoffentlich auf dem kürzestmöglichen Weg wieder aus dieser Krise herausführen. Wir müssen jetzt gemeinsam durch diese Situation durch. Je besser wir jetzt zusammenarbeiten, desto schneller werden wir diese Situation gemeinsam meistern.
meistern. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch das schaffen, wie wir schon so vieles in unserem Land gemeinsam geschafft haben. Also schauen Sie bitte auf sich und gemeinsam schauen wir auf unser Österreich. Danke an die Kulturschaffenden. Ich fühle, dass sich vieles verändert. Einerseits ist es zu früh, um genau beurteilen zu können, in welche Richtung die Reise geht. Ja. Andererseits können wir das Ziel dieser Reise ja selber mitbestimmen. Ja. Ich möchte heute ein paar Beobachtungen mit Ihnen teilen. Gedanken, Befürchtungen, meine Hoffnungen. Für den Augenblick ist es notwendig, die Situation zu akzeptieren, wie sie ist. Ja. Damit wir frei sind? Das ist gut. Ja. Es ist einfach nur gut. Und noch etwas. Das ist gut. Wut und Angst sind schlechte Ratgeber. Ja, sie vernebeln unser Denken und leiten unser Handeln in falsche Richtungen. Ja. Wie wäre es, wenn wir die Wut einfach sein lassen würden? Versuchen wir, unsere Wut nicht an denen auszulassen, die uns nahestehen. Das ist nicht nichts. Das ist die Basis für eine Zukunft. Davon bin ich felsenfest überzeugt.